Fraktion der Kollege Martin Sichert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, was wir hier vorgelegt bekommen, ist fast alles alter Käse, den wir in diesem Jahr schon in einem anderen Antrag der Linken hatten. Das Schlimmste an dem Antrag aber ist, Sie verteilen lauter Wohltaten, ohne zu erklären, wie das denn finanziert werden soll. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Partner kommt zu Ihnen und sagt, Schatz, ich habe so ein tolles Haus gesehen. Dann sagen Sie doch auch nicht, super, kauft es einfach, sondern dann klären Sie erst mal die Finanzierung. Hier aber geben Sie Massen an Geld, das Ihnen nicht gehört, mit beiden Händen aus, und das ist schlicht unanständig. Ich weiß ja nicht, wie viele Märchen Sie gelesen haben, aber Geld wächst in Deutschland weder auf Bäumen, noch gibt es Esel, die Goldtaler fallen lassen, sondern das Geld muss hart von der arbeitenden Bevölkerung verdient werden, bevor es ausgegeben werden muss. Und auch Sie von der Linken sollten sich bewusst machen, dass Sie hier auf diesen bequemen Stühlen nur deswegen hin und her schaukeln und sich aufregen können, weil die Bürger das mit ihren Steuern und Abgaben bezahlen. Wenn Sie das Geld hier so freizügig verteilen, dann spielen Sie damit die Bedürftigen gegen die hart arbeitenden Menschen aus, und dann spalten Sie diese Gesellschaft. Das ist armselig, und es ist einer Debatte über das wirklich drängende Thema Armut nicht würdig. Das einzig Brauchbare an Ihrem Antrag ist leider der Titel »Armut in Deutschland den Kampf ansagen«. Die Armut wächst auch deswegen, weil Leute wie Sie der Meinung sind, man müsse angeblichen deutschen Reichtum umverteilen. Wenn Sie vom Reichtum sprechen, der verteilt werden soll, dann führen Sie eine Scheindebatte. Denn der Medianwert des Vermögens ist in keinem anderen Land des Euroraums geringer als in Deutschland. Das durchschnittliche Vermögen in Zypern ist beispielsweise dreimal so hoch, und selbst in Spanien ist es noch 1,5-mal so hoch. Und das liegt auch daran, dass die Steuer- und Abgabenlast, die Sie immer weiter erhöhen wollen, in Deutschland inzwischen schon eine der höchsten weltweit ist. Wenn man den Menschen während ihres Arbeitslebens so viel Geld abknöpft und wenn man sogar noch die Rente besteuert, dann bleibt vielen keine Möglichkeit, für Notfälle selbst vorzusorgen. Wenn viele nicht mehr selbst vorsorgen können und staatliche Hilfe erst dann bekommen, wenn sie ihr eigenes Vermögen aufgebraucht ist, dann verarmen folglich immer mehr Menschen. Reden wir mal Klartext in diesem Hohen Haus. Der Hauptgrund für die zunehmende Armut in Deutschland, das ist die EU. Für viele von Ihnen, ja, und das zeigt auch dieses Gelächter, das ist für viele von Ihnen dieses Hohe Haus nur ein verlängerter Arm von Brüssel. Aber ich möchte Sie daran erinnern, dies ist der Deutsche Bundestag, und unsere Aufgabe ist es, zuerst die Armut im eigenen Land zu bekämpfen, anstatt Menschen aus der ganzen Welt unsere Sozialleistungen zu gewähren. Deutschland braucht ein Ende der Nullzinspolitik, damit die Menschen wieder für ihr Alter vorsorgen können. Deutschland braucht ein Ende des Euro, der jedes Jahr Abermilliarden an Wohlstand vernichtet. Deutschland braucht ein Ende der angeblichen Arbeitnehmerfreizügigkeit, mit der jeder Scheinarbeitnehmer aus Europa ins deutsche Sozialsystem einwandern kann. Und Deutschland braucht einen Ausstieg aus internationalen Zuwanderungsregelungen, die unserem Land ebenfalls nur massenhafte Einwanderung ins Sozialsystem bescheren. Wir könnten locker die Abgaben und Steuern deutlich senken und zeitgleich die Rente auf 60% anheben. Wir müssten nur in Europa und der Welt klarmachen, dass wir nicht weiter bereit sind, in diesem Hohen Hause Regelungen umzusetzen, die unseren Wohlstand vernichten. Sie fragen sich doch so oft, wieso Menschen die AfD wählen. Ich will es Ihnen gerne mal erklären. Weil die arme Rentnerin aus dem bayerischen Wald zu Recht sauer ist, wenn sie auf den Bus warten muss, der dreimal am Tag kommt, während die Asylbewerber nebenan auf Staatskosten mit dem Taxi abgeholt werden. Und weil einfache Arbeitnehmer oftmals schauen müssen, wie sie am Ende des Monats noch ihre Familie ernähren, während Clans wie die Goman Sozialleistungen in so großem Stil abzocken, dass sie sich sogar einen ganzen Fuhrpark von Luxusautos leisten können. Und auch weil es Menschen wie in Duisburg-Marxloh unfassbar finden, dass der Staat es zulässt, dass der Wert ihrer Immobilien ins Bodenlose sinkt, weil die im Rahmen der europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit neu zugewanderten Nachbarn nicht arbeiten, sondern ihren Müll auf die Straße werfen und der ganze Stadtteil zur No-Go-Area wird. Wir haben, um das mal klar zu sagen, wir haben mit unseren Sozialleistungen Menschen nach Marxloh gelockt, die mit ihrem Verhalten dafür gesorgt haben, dass es dort nun Kakerlaken und Rattenplagen gibt. Das ist nicht nur unsozial, sondern mit dem im Grundgesetz verankerten Recht auf Eigentum unvereinbar.
Die Menschen fühlen sich zu Recht von Ihnen allen im Stich gelassen. Denn anstatt Ihre berechtigten Klagen anzuhören, und das sieht man auch heute hier wieder, versuchen Sie, jede Diskussion mit der Rassismuskeule totzuschlagen. Ja, es ist unsere Pflicht, der Armut in Deutschland den Kampf anzusagen. Das beste Rezept, die Armut zu bekämpfen, ist, dass der Bundestag endlich nicht mehr wie ein willfähriger Erfüllungsgehilfe Brüssels agiert, sondern wie ein souveränes Parlament für die Interessen des deutschen Volkes. Und daher fordern wir Sie auf, kehren Sie von Ihrem Irrweg der Vergangenheit um, handeln Sie endlich in diesem Sinne. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht nun die Kollegin Daniela Kost.